Servus und danke fürs Reinschalten zum nächsten Ladder Game. Heute mal mit dem Imperium gegen die Orks. Und wir haben einen ganz, ganz fiesen Kite-Build dabei. So Waldelfen-Style im Grunde genommen. Wir haben zwei Mörser. Und wir haben einen ziemlich kleinen Infanteriekern aus drei Flagellanten. Und dann haben wir noch drei Speere zum Verteidigen. Außerdem haben wir Demigreifen zum Verteidigen. Die sind mal Platz 4. Und ansonsten haben wir jede Menge Reiterei, die diese drei Schützenreiter hier schützen sollen. Schützenreiter, glaube ich, stelle ich mal auf Feuer einstellen. Weil ich mit denen im Grunde genommen nur auf Schwarzorks schießen will, weil die Schwarzorks die einzigen... Oh nein! Ich habe mein... Habe ich meinen Magier auf einem Pferd? Ja. Oh, zum Glück. Ich dachte schon, ich hätte meinen Magier nicht auf dem Pferd. Das wäre nämlich fatal für diesen Bild hier. Weil der Magier soll hier mitreiten und meine Reiterei beschützen, sowie auch der General. Ich hoffe mal, dass die Flagellanten... Ich meine, die Flagellanten brauchen ja eh keine morale Unterstützung von Offizieren oder so. Ich hoffe mal, dass meine Speere hier genug Power haben, um meine Kanonen zu verteidigen, weil die Kanonen sind relativ wichtig. Ich brauche irgendeine Schadensquelle, die kontinuierlich meinen Gegner unter Druck setzt und ihn angreift oder beziehungsweise auf ihn schießt halt, weil ich unbedingt will, dass... Dass er mein Gegner... Im Grunde genommen wäre es schön, wenn er zu mir kommen würde, aber eigentlich will ich ihn auch auf der anderen Seite möglichst lange von mir fernhalten. Und es sieht schon mal so aus, als hätte er eine Menge Truppen dabei. Okay, das ist schlecht für mich. Er hat wenig Schwarzorks und viel Fernkampf. Er hat anstatt dessen Ork-Jungs und Squigs. Okay, die Squigs sind relativ... Es ist alles recht anfällig gegen... Moral. Und ich glaube, unsere Mission ist es jetzt, Azak zu töten. Das muss unsere Mission sein. Er kommt irgendwie nicht her. Im Grunde genommen wäre es jetzt angeraten, herzukommen. Für ihn, meine ich. Aber gut, wir können ihn ja jetzt mal netzen. Weil dann können wir schon mal guten Schaden an Azak machen. Ist mir jetzt egal, den Schaden, den ich jetzt hier reinkriege, den werde ich trotzdem fressen. Wir schalten jetzt trotzdem mal den Plänkler-Modus aus, weil ich muss jetzt hier jeden Schaden hier reinkriegen, der geht. Und ich meine, wir haben halt eine Menge Reiterei, das ist schon mal ganz gut. Wir müssen unsere Speere hier vorbringen, beziehungsweise unsere Flagellanten, die wahrscheinlich durch die... Squigs, okay. Mich konzentrieren. Verzeihung für den kurzen Aussetzer. Ja, die Squigs sind anfällig gegen Kavallerieangriffe. Deswegen werden wir hier natürlich versuchen, ihn mit unseren Squigs zu töten. Aber wir haben schon sehr viel Schaden gefressen jetzt von den Bögen. Ich will, dass die Bögen jetzt sterben. Dann haben wir unsere Speere hier. Wir wollten ihn natürlich jetzt möglichst lang aufhalten. Deswegen, ich sehe auch, er hat keine Bedrohung uns im Rücken, deswegen bringe ich jetzt einfach alle Einheiten, die ich für die Verteidigung meines Rückens dabei habe, vor. Bringe hier jetzt meine Plänkler-Kavallerie hierher, damit wir mal die Schwarzorks angehen können. Und das Schöne ist, dass wir Azak schon ziemlich fertig gemacht haben. Ich verfolge ihn jetzt auch gnadenlos. Mir völlig egal, Jungs. Verfolgt Azak jetzt, wie es nur geht. Sobald er den Fokus auf unsere Truppen hier lenkt, hauen wir sofort ab. Und weil das Bogenfeuer der Nacht der Goblins wird uns definitiv platt machen. Wir müssen hier nur darauf achten, dass er nicht durchbricht. Ansonsten können unsere Mörser, denke ich, ganz guten Schaden an diesen ganzen Trupps hier machen. Gerade weil er hier auch so ein bisschen blobt. Das sollte man möglichst vermeiden. Wir gehen hier mal ein bisschen weg. Unser Offizier chillt hier so ein bisschen rum. Unsere Fernkämpfer kommen hierher.
Azak wird hoffentlich gleich sterben. Also gehe ich mal davon aus. Dieser Nahkampf. Kavallerie ist natürlich jetzt wichtig. Wir wollen hier definitiv seine Fernkämpfer platt machen. Und wo wir immer ein Auge drauf haben müssen, ist, dass er uns hier nicht durchbricht. Ansonsten sieht es ja gerade eigentlich gar nicht so schlecht aus, habe ich das Gefühl. Die Demigreifen, ich weiß nicht. Hier sind halt, jetzt, außer abgesehen mal von den Schwarzorks, nicht so viele Truppen, die uns jetzt, die unserer Kavallerie jetzt halt besonders gefährlich werden können. Wir öffnen mal das Feuer auf die Schwarzorks und hauen so ein bisschen vor denen ab. Unser Magier, der geht mal hier so ein bisschen in die Mitte, dass wir besser reagieren können. Sein Held ist mittlerweile kaputt, das ist cool. Das heißt, wir können mit unserem Helden jetzt hierher kommen, damit wir noch eine Einheit mehr haben, die eben seine Bögen beschäftigen kann. Und unsere Mörser haben hier schon sehr gute Arbeit geleistet. Hier können wir nochmal reingehen mit unseren Truppen, die auch Angst verursachen. Hier möchte ich gerne, dass seine Schwarzorks jetzt draufgehen, aber wenn er natürlich so viel Fernkampf in Form von Bögen hat, dann können wir natürlich nur schwer mit unseren Reitern hier bestehen, mit unseren Fernkampfreitern, den Schützenreitern, weil wir haben natürlich das Problem, die Schützenreiter sind so ziemlich jeder Fernkampfeinheit, Infanterieeinheit unterlegen. Aber wir haben hier den Nahkämpfer schon gewonnen, das heißt, wir öffnen jetzt mit unseren Mörsern das Feuer auf die Bogenschützen hinten und das war's dann für meinen Gegner. Da hat er jetzt keine Möglichkeit mehr, da nochmal sich zu erholen von dem Schlag. Nachdem seine Truppen jetzt hier ausgeschaltet sind, selbst mit den minimalen Einheiten, die ich hier hatte, wenn er hier mit geballter Macht auf meine Mörser zugegangen wäre, hätte ich keine Chance gehabt. Er hätte uns hier wie die, ich sag jetzt mal, sucht an einem Wort, ich sag mal, wie die Drecksau flankieren können. Das wäre ganz unschön für uns geworden. Nee, geh nicht nach und wir hauen ab. Das wäre ganz unschön für uns geworden, wenn er uns hier flankiert hätte, aber er hat es ein bisschen versaut und hat hier uns sich von drei Einheiten Flagellanten aufhalten lassen. Das war ziemlich schlecht von ihm. So, wenn sein Schamane jetzt dann stirbt, dann war es das für ihn, weil die Orks dann definitiv fliehen werden. Aber was ich schon derbe finde, ist, guckt mal, wie die Reichsgarde hier vernichtet worden ist. Ich bin gerade überlegen, wieso das der Fall war. Oh nein. Oh shit. Da habe ich mich ein bisschen überschätzt jetzt am Ende noch. Ich dachte, ich kann die Schwarzorks hier ein bisschen platt machen, aber nee. Die machen meinen General hier ziemlich fertig. Ich brauche hier jetzt dringend eine mobile Truppe. Hol jetzt auch mal die anderen. Okay. Ich denke mal, wir schießen hier in die Truppen rein. Mit unseren Mörsern. Einfach nur, damit die... Okay, unser General ist entkommen. Das ist sehr schön. Das ist super. Ja, das war's dann. Also, davon kann er sich nicht erholen. Ja, wenn er hier jetzt Ärger mit den Schwarzorks macht, dann wird er da genetzt. Ich denke mal, das ist jetzt noch gerade einer der besseren Verwendungszwecke für unsere Schwarzorks. Und zwar gleich mal mit einem overcasteten Netz. Und jo. Oh oh! Ah, fuck, mein General. Das ist übel. Ganz übel. Ja, wir müssten jetzt halt, ich meine, die Balance Bar hier, der Balance Balken ist schon relativ klar in unserer Gunst, zu unseren Gunsten. Wir haben jetzt nur das Problem, dass er noch seinen Schamanen hat. Ich denke mal, wenn der Schamane stirbt, dann war es das für meinen Gegner. Wir haben ja auch erstaunlich viele Verluste jetzt trotzdem noch genommen, aber ich meine, gut, eigentlich hatte er schon einen ziemlichen Counterpick gegen uns. Die Demigreifen sollten eigentlich so lange klarkommen. Schwarzorks wurden jetzt auch vernichtet. Wir holen mal unsere Speere hier noch rüber, weil die Flanke ist jetzt definitiv gewonnen. Wir haben immer noch eine Einheit Demigreifen. Und ich würde mal sagen, wir konzentrieren unsere Kräfte jetzt hier auf die Gegend, wo sein letzter Offizier ist. Und ich denke mal, dass es das dann war. Ah, okay, das sind gar keine Goblins. Das sind Orks hier. Das sind spiekerschützende Orks.
Interessant, interessant. Jo, cool. Mein Gegner, weiß nicht, hat ein bisschen Fehler gemacht. Er hätte auf jeden Fall uns härter flankieren sollen. Und ich würde sagen, wir lassen hier noch einen kurzen Blick auf die Kills. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Danke an meinen Gegner und bis dann. Ciao.